Das ist so, wie wir uns gerade fühlen. Heuchlerisch und menschenverachtend. Ist mir letztens auch noch eingefallen. Ist auch eine ganz gute Abwandlung. Neuer Arbeitsvertrag. Ich habe eine Verlängerung. Ein Monat. Die Rente ist sicher. This conference is part of where companies are moving from longer-term employment to shorter-term employment to contractors. Die Plattformen haben dann zum Beispiel auch eingeführt, dass es Webcam-Überwachung gibt, dass es Tastenanschlag-Überwachung gibt, wie viel man schreibt, wie schnell man schreibt. Ich habe es auch immer auf mich bezogen. Wenn ich da was nicht schaffe, dann liegt es an mir und nicht, weil mir zu viel aufgebrummt wird. Ich muss. Bisschen, dass es sogar einen Moment gab, wo neurologisch meine Systeme ausgeschaltet waren. Der Imperativ ist, du bist deine Arbeitskraft. Bin danach dann zusammengebrochen. Alles outsourcen und damit Verantwortung abgeben. Und auch die Verantwortung für die Menschen, für die Umwelt und für die Einhaltung von Gesetzen. Wir haben ja doch viele Unternehmen wirklich ja, jeglichen Blick und jedes Gefühl für Ethik und Maß verloren. Deutschland ist in Europa das Land mit der zweitgrößten Vermögensungleichverteilung. Und in Deutschland besitzen 36 Milliardärinnen und Milliardäre genauso viel wie die ärmere Hälfte der deutschen Bevölkerung. Und uns geht es mit unserem Engagement wirklich darum, auch einen Beitrag zu leisten, wieder dafür zu sorgen, dass die Wirtschaft für die Menschen da ist und nicht umgekehrt. Das wäre dann der menschgerechte Markt oder der Markt nach Menschenmaß.